So, dann kann ich meine hier auch mal abgeben. Hat nur 9000, nur so viel, nur XP? Das ist nur die erste von, ich glaube, drei oder vier, die es in der Indie verteilt gibt. Ah. Ach, Milhouse ist auch noch da. Oh, wir haben einen Roffelmonk dabei. Ja. Ja, lassen wir ihm's noch. Später macht er sowieso keinen Schaden mehr. Ja, ein bisschen gearabhängig ist er, aber insgesamt finde ich einen Monk eigentlich einen richtig netten DD. Gear-abhängig! Voll mythisch equippter Monk macht weniger Damage als ich. Außer beim Rad, okay, da macht er mehr Schaden, aber das ist auch am besten, weil er hat halt drei Ziele, wo er draufrotzen kann. Bei drei Zielen macht er richtig Damage, der Monk. Situationsabhängig. Ja, und aus diesem Grund finde ich DD-Monks in der Gruppe auch richtig praktisch. Also situationsabhängig sind. Nee, weil der da gerade mit seinen Furo-Fäusten mal alle Mobs gestunt hat. So, jetzt liegt gleich das Ding hier vergessen, dass ihr gleich hier vorfliegt. Da, Quest-Item. Am Boden. Warum kann ich das nicht? Warte, warte! Könnt nach dem Boss auch noch machen, wenn wirklich. Vergiss nicht das Quest-Item, aber ich greife jetzt schon mal den Boss an. Den ganzen Boss ohne mich gemacht. Hey Snake, guck auf meinen Hintern. Item 316? Ist das nicht derselbe Ring, den ich schon näht, ist doch nicht. Immerhin gibt es einen zweiten Ring. Der Monk macht echt krass Damage. Hat der Tigeraugenbräu schon auf dem Level? Don't know, don't care. Don't give a fuck. Nun springen. Echt springen? Ja, immer wenn der große Riese Beben castet, muss man springen. Dann kriegt man keinen Schaden davon. Eine von den Wieder so eine Knight Rider-Situation. Ja, springen hilft in den wenigsten Situationen was, aber bei denen schon. Ja, es ist wieder so eine Knight Rider-Situation. Du musst bei den Kampf springen, weil der macht. Es gibt nur wenige Kämpfe, wo man das Springen wirklich brauchen muss. Yay, Sichtbrechung initiiert. Ich hänge an so einem scheiß Pfosten fest jetzt. Muss ich hier so. Warte mal. Ne, der ist das noch nicht. Den muss ich nur besiegen, okay.
Ach, den nächsten muss man auch. Hä? Welcher ist denn der nächste, den du besiegen musst? Ah, jetzt muss ich noch 101 Jünger tun. Achso, das ist schon die letzte Quest da. Warum ist dieser Gegner noch mal gegen uns? Willst du jetzt seine Geschichte haben oder was? Ja. Ja, er wurde halt von Todesschwinge korrumpiert. Das ist ja der Sohn von Terrasane. Einer der vielen. Ja. Wow. Ha, wow. Wow. Ach, der da hinten kam dazu. Hebt mal einen unseren Heiler auf. Ja, bin schon dabei. Ubi, please. Ja, gepult. So spring nein, mach mal Heldenbestie nein. Na gut, wenn du meinst. Boom! Die Welt wird aus Flammen neu entstehen. Hey, die Welt wird aus Flammen neu entstehen. Du castest hier keinen Machtgriff. Du bist nicht mein Vater.
Ich hab Arco von Ölnet. Ist das nicht dieser Random Dropstab? Sieht so aus. Das ist tatsächlich Boss Loot hier. Okay. So, dann ich mach's. Geh mal kurz raus und wieder rein. Ich bleib so lange hier drin, dass die Gruppe bestehen bleibt. Aus dem Dungeon teleportieren. Zum Dungeon teleportieren. Hallo, gib mir mal diesen Ring. Ja, damit. So, hast du's? Okay, ich habe einen blauen und einen grünen Ring mit Willenskraft. Also, was heißt blauen und grün? Es sind beides blaue Ringe, aber die haben unterschiedlich zwei einen blauen und der eine hat einen blauen Stein und der andere einen grünen Stein, meine ich damit. Egal. Ich liefere nur feinste Waren. Oh, ich habe ein Level Up. Mal sehen, was mein Stab sagt. 166 Zaubermacht, 29 in 3. Ja, jetzt. Ein Item Level von 320 ist klar wieder besser, der Account-Stab. War nur minimal, aber dahin. Wann kriegt man eigentlich nochmal seine, die letzten zwei Holy Power, dass man auf 5 hoch kann? Weil im Zauberbuch ist das Ding nicht mehr drin. Der das war das nicht ab 90? Ja, das ist aufgewertet. Ich hab auch gemeint, dass das ab 90 war. Ja, das haben sie, glaube ich, irgendwann mal rausgenommen aus dem Zauberbuch bei der ganzen Aufräumaktion, die sie da mal gemacht haben, weil sie irgendwann mal gesagt haben, so, wir müssen das Zauberbuch mal ein bisschen aufräumen, weil da viel zu viel Zauber drin sind. Und auch passive Sachen. Haben sie einfach mal ein bisschen was zusammengefasst. Aber gut, ich würde sagen, das war's dann für heute. Und dann machen wir Level 85 das nächste Mal und vielleicht schauen wir dann auch mal noch eine kleine Runde nach Pandaria. Und ansonsten sehen wir uns dann in der nächsten Aufnahme. Bis dann!